So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zu einem Neustart einer ersten Folge von Elden Ring in meiner Reihe Nolden's Lost Souls, wo ich mich mit Souls-like-Spielen beschäftige. Also jetzt ist es ja ein Souls-Spiel und kein Souls-like, da habt ihr mich auch schon mal in den Kommentaren korrigiert. Ich bin ganz froh, dass wir nach 2 Jahren, jetzt mittlerweile fast 2 Jahren, bei Elden Ring angekommen sind, von 2022. Das ganze Let's Play steht hier jetzt so ein bisschen unter dem Motto: Ist es eine paradiesische Öffnung der Spielform oder ist es eigentlich eine Verwässerung seiner Kerneigenschaften? Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut für euch im Hintergrund. Ich kann das ja noch mal ein bisschen zu leiser stellen für die. Für die Folge jetzt hier, denn ihr wisst ja, ich mache eingangs immer so ein bisschen Vorstellung, was ich mir denn dazu denke, was ich so ein bisschen zusammen recherchiert habe. Wenn euch das alles nicht interessiert, dann skippt einfach zur nächsten Folge, aber mir ist schon wichtig, dass das alles in einem Bogen zusammenhängt, denn ich habe ja diese Souls-Spiele mir ausgesucht, kann ich ja nachher noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen, weil ich damit ein gewisses Ziel verfolge und herausfinden will, wie mir das liegt und was diese Spiele so ausmacht. Aber dazu ein bisschen mehr später. Der Hintergrund von Elden Ring, vielleicht zur Einleitung: Während Buch- und Serienfans auf George R.R. Martin warteten, dass er endlich mal sein Lied von Eis und Feuer zu Ende schreibt, hatte er Besseres zu tun. Er hat nämlich irgendwann Hidetaka Miyazaki getroffen, oder der war großer Fan seiner Bücher, und deswegen hatte der die Idee, dass er ihm doch eine schöne Hintergrundgeschichte schreiben könnte für ein Souls-Spiel, was ihm so vorschwebte, was nach dem Ende von Dark Souls 3 einen neuen Ansatz liefern sollte. Und zum Leidwesen der Film- und Buchfans hat er das dann halt auch gemacht. Aber deswegen haben wir halt dieses tolle Elden Ring jetzt vor uns sitzen. Und ich freue mich sehr, dass ich da Gelegenheit bekomme, da jetzt auch reinzugucken. Die Entwicklung ist 2017 gestartet. Nach dem Dark Souls 3 The Ringed City DLC. Und George R. R. Martin sollte eingebaut werden, um ja eine Mythologie zu basteln, die packend ist, und gleichzeitig die Hintergrundgeschichte zu schreiben, für dessen Hintergrund dann eben dieser Elden Ring, das Spiel stattfinden sollte. Miyazaki selber hatte aber auch Pläne. Laut Interviews wollte er mehr Freiheit reinbauen, spielerische Freiheit, also auch Experimentiermöglichkeiten für Spielerinnen und Spieler schaffen, die es vorher so nicht gab. Ich weiß, die ersten sagen jetzt, bei Dark Souls gibt es doch aber ganz viele Experimentiermöglichkeiten, und genau das wollen wir uns jetzt ja angucken. Deswegen habe ich mir das nach Dark Souls 3 hier mal vorgenommen. Der zweite Punkt war die offene Welt. Er wollte halt gerne eine offene Welt bauen, in der die Spielerinnen und Spieler dann unterwegs sein konnten. Und witzigerweise auch bessere NPCs schaffen. Also nicht Spielercharaktere, die in der Welt zu finden sind. Und wenn ihr die anderen Let's Plays jetzt verfolgt habt, habe ich da ja öfter was dran zu meckern gehabt, dass es halt begrenzt glaubwürdig ist. Oder auch Patches zum Beispiel habe ich ja ziemlich kritisiert, weil mir das ziemlich gegen Strich ging. Aber auch die anderen sehr kryptisch blieben. Und die Idee jetzt hier in dem Let's Play ist es halt auch so ein bisschen, dass ich mich übrigens blind mache, falls es jemand interessiert. Also versucht euch mit Tipps und Tricks und so ein bisschen zurückzuhalten, es sei denn, ich stoße auf Probleme. Dann werdet ihr das am Jammern schon erkennen. Aber ich würde das halt gern blind genießen und werde sicher auch eine ganze Menge Fehler dadurch machen, aber aus denen versuche ich ja zu lernen. Und ihr habt ja in Dark Souls 3 bei den 256 Folgen auch gesehen, dass das zwar lange dauert, aber durchaus irgendwann zum Erfolg führt. Ich bin deswegen sehr gespannt, wie sich das Ganze auswirkt, was hier als neuer Entwurf 2022 dann gekommen ist. Und angekündigt ist ja mittlerweile auch ein DLC, Shadow of the Erdtree. Ich weiß darüber noch nicht sehr viel, aber vielleicht kommt das ja im Laufe unseres, wenn das jetzt auch wieder 1,5 Jahre dauert, im Laufe unseres Let's Plays ja auch noch zum Zuge. Dann vielleicht einen kurzen Überblick zur Story, denn wie ihr wisst oder wie die meisten ahnen, ist auch dieses Spiel kryptisch verschwurbelt bis zum Gehtnichtmehr. Da gefällt sich ja From Software sehr, sehr da drin. Also im Prinzip ist es so: Marika ist eine unsterbliche Königin, die eigentlich den Elden Ring bewachen soll. Den zerkloppt sie allerdings. So richtig habe ich nicht rausgefunden. Vielleicht finden wir das noch raus, warum.
Aber eigentlich soll sie ihn also behüten, und zwar in dem Earth Tree, den ich eben erwähnt habe. Und nun herrschen verfeindete Halbgötter, die ihre Macht aus diesen Splittern beziehen, die sie ja gegeneinander einsetzen und natürlich auch wie so ein Drache in der Zwergenstadt bewachen und ja, ihre Macht aus den Splittern dieses Rings ableiten. Wir wiederum sind als Spielerinnen und Spieler Teil der Befleckten. Das ist eine. Erinnert so ein bisschen an die Befleckten aus Game of Thrones. Also, ich weiß nicht, wie viel Mühe sich George R. R. Martin gegeben hat, aber gut. Also, auf jeden Fall die Befleckten, die einst in ein Exil verjagt wurden. So, und da werden wir halt wieder reaktiviert. So ähnlich wie man dann halt als Untoter immer in Dark Souls-Spielen aktiviert wird. Und unser Ziel ist es dann, uns aufzumachen und irgendwie diesen Halbgöttern ihre Splitter abzujagen, um selbst Elden Lord zu werden. Wer jetzt ein bisschen mit der Stirn runzelt, ich habe das auch getan, kommt einem alles sehr bekannt vor als Grundkonstrukt. Also es ist ein bisschen so, als wären die Knochen gleich geblieben und darauf wurde jetzt anderes Fleisch genäht. Mal gucken, was wir von diesem Frankensteins Monster dann erwarten können. Sicher ist aber, dass es halt je nachdem, wie wir uns hier verhalten in dem Spiel, wieder unterschiedliche Enden geben kann und dass wir deswegen mit den Enden dann halt ja, müssen wir halt sehen, ob es sich lohnt, dann nochmal zu spielen oder zumindest hinterher mit euch darüber zu diskutieren, was hätte man an welcher Stelle anders machen können. Das habe ich ja bei Dark Souls 3 auch nicht so richtig gemacht, aber ihr habt ja zwischendurch doch mal gesagt, was denn Unterschiedliches herauskommen kann, wenn man die Flamme bindet oder wenn man sie nicht bindet. Wer Bock hat, kann sich ja das lange Let's Play zu Dark Souls 3 auch noch angucken. So, okay. Das führt zu Punkt 4, den ich jetzt hier in diesem Kapitel habe. Ihr könnt auch unten sehen, ihr könnt die Kapitel auch durchspringen, wenn euch das hier alles zu viel Gelaber ist. Und vielleicht auch gleich sonst zum nächsten Video springen, wenn ihr mehr zum Spiel sehen wollt. Aber warum diese Reihe, also Nolden's Lost Souls, habe ich es ja mal genannt. Erstens ist es so, ich habe immer die Hosen voll gehabt vor dieser Spielweise, vor diesem Spielprinzip. Und habe deswegen halt versucht, mich mal jetzt anzunähern, nachdem meine Frau mir Elden Ring geschenkt hat, immerhin ja schon vor 2,5 Jahren oder so, habe ich gedacht, okay, das wäre jetzt mal ein guter Zeitpunkt, rauszufinden, was hat es mit dieser Spielform auf sich und wie kann ich als Anfänger da überhaupt reinkommen. Und deswegen mache ich das auch immer blind, weil es halt mir wichtig ist, so eine Anfängererfahrung halt auch zu haben, anstatt mir irgendwie 1000 Let's Plays anzugucken. Gut, bei Dark Souls 3 war das jetzt nicht so vermeidbar, weil man sowieso überall im Netz ständig über Dark Souls stolpert. Die Liga der Unsterblichen, der Let's Play von den Rocket Beans mit Nils Baumhoff und Florentin Will, großartig. Also insofern, oder auch Speedruns, gibt es ja auch diese Leute, die halt innerhalb von einer Stunde durchhechten, was ich in 206 Folgen, 56 Folgen schaffe. Und insofern ist das hier jetzt sehr viel blinder. Das wird wahrscheinlich auch zu Problemen führen. Ein weiterer Punkt ist allerdings, dass mir furchtbar auf den Puffer geht, wie in den Game Studies, der Genrebegriff ständig wieder rauf und runter diskutiert wird. Es werden Publikationen gefüllt, nur mit der Frage, welches Spiel gehört in welchem Genre an, wie können wir eine Klassifikation schaffen. Ich halte das alles bei digitalen. Bei Filmen ist das schon nachvollziehbarer, finde ich. Actionfilm, Thriller, natürlich gibt es da auch Mischungen, aber das ist alles irgendwie klarer. Und bei Spielen ist halt der große Unterschied, dass es davon abhängt, wie wir selber als Spielerinnen und Spieler uns bewegen in dem Spiel. Das heißt, ich plädiere immer für sehr viel und sehr viel mehr große spielerische Freiheit. Deswegen habe ich mir das auch angemarkert hier, als Miyazaki sagte, er will halt mehr spielerische Freiheit ermöglichen. Das finde ich sehr interessant als Ansatz gegenüber Dark Souls. Und da gucke ich dann mal, dass ich das auch ernst nehme. Das heißt, es geht nicht darum, mir darum, die Game Studies zu widerlegen oder so, aber doch mal ein Statement zu setzen, darüber nachzudenken, was diese Souls-like-Spiele zusammen verbindet oder diese Souls-Spiele jetzt die letzten beiden, was die als Spielform verbindet und wie es in Abhängigkeit von einem Spieler wie mir, der sich da reinfuchsen muss, eben auch unterschiedliche Spiele werden, weil ich so viel von mir mit reintrage in das Spiel. Das wäre ein Punkt. Natürlich steckt deswegen auch so ein bisschen dahinter, meine eigene Entwicklung mit zu dokumentieren, wie ich von Lords of the Fallen über Remnants from the Ashes, Jedi Fallen Order, The Search und Dark Souls dann eben jetzt hier gelandet bin. Das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt, weil man sich natürlich auch als Forscherin oder Forscher oder Spielerin oder Spieler verändert bei dem Spiel, das man sich da so anguckt. Und
Ja, ein Argument, weswegen ich das auch unbedingt machen wollte, ist, ich selbst bin Anfänger gewesen. Mittlerweile habe ich auch schon ein bisschen was an Fortschritten gesammelt. Die Frage, wie gut kann man eigentlich einsteigen in diese Spielform? Geht das überhaupt? Und ich habe ja zwischendurch schon mal nahe daran gekratzt, aufzugeben bei Dark Souls 3. Da gab es ja echt Momente, wo ich nervlich am Ende war und die Lautstärke halt das System gesprengt hat. Aber diese vermeintliche Hardcore-Gamer, super männliche Superspieler, die dieses Genre tragen, das ist ja so das, was im Netz so rumgeistert. So, eigentlich habe ich euch auch sehr als ja, freundlich und zugänglich empfunden. Ihr habt mir sehr viel Ratschläge gegeben, was welche Waffe bedeutet, auch über die Hintergründe viel erzählt. So erlebe ich das eigentlich jetzt nicht, dass es nur die Hardcore-Gamer sind, die sozusagen alle anderen lächerlich machen. Aber zwischendurch war in den Kommentaren natürlich auch schon ein, zwei Mal so: Du bist voll der Loser, warum spielst du das überhaupt? Ja, also die Antwort habe ich jetzt hier in diesem Video offengelegt, deswegen spiele ich das alles. Und ja, wer es nicht toll findet, wie ich spiele, der kann sich gehackt legen und ein anderes Let's Play sich angucken. Das ist ja die Freiheit des Internets. Ihr habt ja genug Möglichkeiten, was anderes auszuprobieren. Also diese Rückzugsnische, die es angeblich für Hardcore-Gamer darstellt, mal mir ein bisschen anzugucken. Und letztendlich steckt ja auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, über diese ganzen Spiele auch die From-Software-Entwicklung so ein bisschen anzunähern. Vielleicht habe ich ja nach Elden Ring noch Bock, weitere Spiele davon zu spielen. Ich habe ja mal gesagt, mit meiner Spielweise werden das nochmal 400 Folgen oder sowas. Das kann durchaus sein, vielleicht habe ich dann ja nie wieder Bock drauf. Aber es gibt ja schon so eine Entwicklung von From Software auch, die jetzt Miyazaki halt auch angekündigt hat. Mit diesem Titel will er was anderes ausprobieren. Und wenn ihr daran denkt, dass die ja auch mal bekannt waren im asiatischen Bereich für diese Armored Core-Reihe und jetzt ja diesen neuen Teil dazu veröffentlicht haben, 2023 gerade akut, versuchen die sich ja in ihrer Rolle auch immer wieder neu zu erfinden. Die machen ja nicht einfach wie, weiß nicht, Call of Duty immer denselben Bums mit denselben amerikanischen Stereotypen, sondern hier kommt ja immer wieder was Neues auf den Tisch. Demon's Souls 2009 auf der PlayStation 3, die Dark Souls-Reihe 2011, 2014, 2016 mit den jeweiligen Add-ons halt. Bloodborne 2015 wieder ein ganz anderes Setting und eine ganz andere Spielweise, auch mit der Fernkampfwaffe und einem anderen Stun-System. Sekiro Shadows Die Thrice von 2019 mit diesem Ausdauermanagement-System, wo man eigentlich Gegner gar nicht verwunden kann, solange man sie nicht irgendwie erstmal in einen Zustand gebracht hat, den man dann bekämpfen kann. Und halt jetzt eben hier Elden Ring 2022, also wie gesagt, Neuauflage der Reihe Armored Core oder Fortentwicklung mit Armored Core 6, glaube ich, oder so, 2023. Da ist schon ganz schön viel im Busch. So. Aber ihr wollt ja nicht nur ständig mir zuhören. Wir wollen ja irgendwann dann auch mal loslegen hier. Wie gesagt, die erste Folge ist immer so ein bisschen, was will ich eigentlich erreichen damit und warum mache ich diesen Bums hier eigentlich überhaupt? Für alle, die jetzt einsteigen, würde ich gerne auch noch mal kurz sagen, meine eigene Reise, wie die begonnen hat. Also die Annäherung war eigentlich gedacht dafür, dass ich Einsteigerinnen zeige, wie diese Spielform funktioniert und wie man sich da langsam anwachsen kann. Und dadurch, dass ich offen damit umgegangen bin, Neuling zu sein, eben auch die Hoffnung hatte, andere zu motivieren, das vielleicht mal auszuprobieren, weil es sind schon wirklich gute Spiele. Und also diese Form ist halt wirklich schon beeindruckend. Ja, deswegen habe ich Let's Plays angefangen. Es sind mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5 und das hier ist das sechste. Lords of the Fallen von Deck 13, der einsteigerfreundlichste. Die einsteigerfreundlichste Variante irgendwie, wenn auch manchmal ein bisschen clunky und ein bisschen viel Erfahrungspunkte grind, aber trotzdem für mich ganz gut zum Reinfinden. Hat auch ordentlich Wumms, gerade bei den schwereren Waffen. Und wir haben ja in der letzten Folge auch gesehen, dass das New Game Plus eigentlich ein vergleichbareres Erlebnis ist als zu Dark Souls Spielen. Also dadurch wird der Schwierigkeitsgrad erhöht im New Game Plus, die Waffen behält man dann und dann werden die Gegner halt sehr viel stärker. Das ist mir schon sehr aufgefallen, dass das auf einmal ein ganz anderes Spiel ist als im ersten Durchspielen. Remnants from the Ashes, da ist ja auch gerade jüngst ein zweiter Teil rausgekommen, aber ich habe die erste Variante gespielt, ist von Gunfire Games von 2019 und ja, so eine Art Koop Dark Souls mit Fernkampfwaffen und zufallsgenerierten Gebieten. Das hat das Ganze ein bisschen kühler,
bisschen technischer gemacht, aber gleichzeitig war es gar kein schlechtes Spiel und sie haben ja jetzt neu aufgebaut darauf. Also es war halt Koop von Anfang an, im Gegensatz zu diesen Hürden, die Dark Souls oder Souls-Spiele aufbauen, um Koop zu betreiben. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass die Glut in Dark Souls 3 erst ermöglicht, dass man überhaupt Koop-Partner finden kann. Die muss man sich ja erstmal erwirtschaften. Die Glut, die kostet ja auch ein bisschen was und ist verbrauchbar, wenn man dann stirbt. Und dann Jedi Fallen Order von Respawn aus dem Jahr 2019 war halt deswegen ganz cool. Erstens, weil es meiner Meinung nach nicht narrativ sehr stark ist. Narrativ sehr stark ist, also nicht stark ist, sondern narrativ sehr stark ist. Und weil es eindeutig eine bessere Star Wars-Erfahrung ist als die letzten drei Filme. Das kann man überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Und ganz viele Elemente von Souls-like übernimmt, aber gleichzeitig sehr einsteigerfreundlich ist, einen variablen Schwierigkeitsgrad hat, viele Hilfsmittel aktivierbar lässt. Und das finde ich halt wirklich eigentlich eine tolle Lösung. Niemand muss die ja benutzen. Nur weil sie da sind, heißt es ja nicht, dass keiner mehr einen Hardcore-Modus spielen darf. Aber diese Flexibilität und diese Vielfalt reinzubringen, finde ich eine gute Idee. Naja, und es ist halt verbunden mit klassischen Blockbuster-tauglichen Action-Abenteuerspielen, wie sowas wie Tomb Raider zum Beispiel. Weiß nicht, Kletterpassagen und ja, das also markierte Elemente für Kletterpassagen und so. Ich glaube, die waren auch aussterbar. Gut, aber das sind halt so Elemente, die sie aus Action-Abenteuerspielen rausgenommen haben. Fand, das hat ganz gut geklappt. Ihr könnt auch das Let's Play ja bei mir noch sehen. Ich habe die auch unten verlinkt in den Anmerkungen. Und dann war The Search von Deck 13 aus dem Jahr 2017 eigentlich der Versuch herauszufinden, wie hat eigentlich Deck 13 die eigene Formel weiterentwickelt. Also auch bei The Search gibt es ja mittlerweile einen zweiten Teil. Das spielt ja alles in so einer apokalyptischen Tech-Sci-Fi-Welt, wo man mit wild gewordenen Maschinen zu tun hat. Das Ausrüstungssystem ist zwar brutal, aber ziemlich cool gewesen. Man muss dafür Gliedmaßen der Gegner abtrennen und dafür auch gezielt Attacken machen auf die Gegner. Das war schon eine coole Idee und hat halt auch, okay, hat manchmal ein bisschen Probleme mit Trefferfeedback gehabt, aber ansonsten war das eine schöne Weiterentwicklung dieser Formel. Naja, und Dark Souls 3, es war schon ein harter Brocken. Also ohne die Hilfe von euch in der Community hätte ich es auf jeden Fall nicht durchgestanden, das muss ich mal echt zugeben. Und mit eurer Hilfe habe ich mich dann halt immer wieder rangewagt und habe mir auch gedacht, ah, die warten jetzt auf die Folgen, kannst dann nicht einfach abbrechen, ist ja auch ein bisschen ehrenrührig und so und habe es dann bis zum Ende durchgezogen. Für mich war das halt auch so, dass ich Dark Souls 3 dann ja mit den DLCs gespielt habe. Das heißt, The Ringed City ist eigentlich der zweite DLC, also das Ende ganz von der Dark Souls Trilogie. Den hatte ich aber als zweiten gespielt oder erst Dark Souls 3, dann The Ringed City und dann am Ende die gemalte Welt von Ariandel. Das hat ein bisschen was storymäßig durcheinander gebracht und so und auch vom Schwierigkeitsgrad, aber gut, so war es dann halt. Ich fand, das war für mich der Ernstfall und es war halt echt ein Riesensprung von den vorherigen Titeln auf das Schwierigkeitsniveau der Dark Souls-Spiele. Vieles habe ich sehr schätzen gelernt, bei allem Gemecker, das ihr so ertragen musstet, aber vieles habe ich sehr schätzen gelernt, wie zum Beispiel die Gestaltung der Figur, der Kreaturen und der Bosse. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend, wie man bei From Software diese Lesbarkeit der Gegner erzeugt und wie man versucht, das zu lernen und dieses Rhythmusgefühl des Kampfes zu bestehen. Das war wirklich beeindruckend. Das schafft auch kein anderes Souls-like. Also das ich gespielt habe jetzt jedenfalls. Ich finde, da ist das Missverständnis bei Nachahmern, dass die Spielwelt entscheidend ist, mit sowas wie man stirbt und kommt dann an so einem Leuchtfeuer wieder raus und so. Das Entscheidende sind aber, finde ich, diese unfassbar gut designten Bosskämpfe. Und dann kommt eben der Floor dazu. Ich weiß, diejenigen, die es schon gehört haben, gesehen haben, können es nicht mehr hören, aber ich finde das Leveldesign unfassbar clunky. Das liegt halt auch daran, weil ich oft mit Bogen gespielt habe. Und ihr wisst, wie ich dann teilweise auch entsetzt in die Kamera guckte, weil wenn man irgendwo hinschoss und eigentlich einen Gegner getroffen hätte und der Pfeil bleibt allerdings einen Meter neben der Säule in der Luft stecken, zeugt das für mich nicht besonders von gutem Leveldesign, muss ich echt sagen. Aber wie gesagt, es gibt Licht und Schatten, aber diese Figuren, Kreaturen und Bosse und auch die Inszenierung, sowas wie Friede, dieser Kampf, das war schon packend. Auch diese Dramatik und dass sie sich bei den Animationen sozusagen der Zwischensequenz so viel Zeit gelassen haben, die Gestik und Mimik einzufangen, das finde ich ist einmalig gut.
Allerdings, ohne euch als Community war das für mich überhaupt nicht verständlich und deswegen hoffe ich, dass das jetzt bei diesem Teil irgendwie besser wird. Miyazaki hat es mir versprochen, ich werde mich sonst beschweren gehen. Das heißt, herzlich willkommen bei Elden Ring. Ich werde hier gleich die Folge dann als Einstiegsfolge sozusagen beenden und dann gehen wir halt in, stelle ich den Ton wieder lauter und dann gehen wir halt in die Anfangssequenz rein und in das Charakter erstellen und so. Ich freue mich sehr auf die Reise mit euch. Ich bin sehr gespannt, was ihr so für Tipps für mich habt und wie geduldig ihr mit mir seid, dieses Mal wieder die Gegner zu erlernen und nicht einfach davon zu laufen. Ich werde hoffentlich möglichst viel von dem Erlernten aus Dark Souls 3 hierher mitnehmen und dann freue ich mich sehr, dass wir gemeinsam das Ding durchziehen hier. Denn es beginnt ja hier bei Elden Ring quasi eine Reise in die Ideen Miyazakis. Auch wenn jemand bei Dark Souls 3 geschrieben hat, ja, also du musst eigentlich andere Spiele spielen, wenn du herausfinden willst, wie Dark Souls 3 gemeint ist. Entscheidend für mich ist ja jetzt, wie Miyazaki selber denkt, das ist ja das Beispiel, wie man diese Dark Souls Formel weiterentwickeln möchte. Und wie er sich selbst vorstellt, wie sich die weiterentwickeln sollten. Und gleichzeitig bleibt es ja eine Reise zu mir selbst. Ihr wisst, ich habe damit nie ein Hehl draus gemacht, dass ich nicht der beste Actionspieler bin, auch nicht der beste Direkt-Nahkampf-Kämpfer-Spieler. So dass ich halt auch versuchen werde, hier was Neues auszuprobieren. Wir hatten ja zwischendurch mal irgendwie den Faden so ein bisschen verloren, oder ich, weil ich aufgegeben hatte zu parieren und zu blocken. Ich habe es einfach nicht hingekriegt, dieses Rhythmusspiel. Ich habe dann manchmal bei anderen von euch, ihr habt ja zwischendurch auch mal ein paar Videos gepostet, gesehen, wie viel cooler ihr das eigentlich hinkriegt und damit halt auch wirklich den Gegner aus dem Gleichgewicht bringt und dann halt einen Konter machen könnt. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Mal sehen, ob wir das vielleicht hier dieses Let's Play durchziehen. Oder, was ich halt auch gehört habe, was allerdings ein ganz anderes Argument ist als spielerisch. Das soll ja wunderschön sein, das Spiel, auch wegen der Partikeleffekte. Deswegen weiß ich nicht, ob wir vielleicht mal einen Magier ausprobieren. Ich habe auch schon mich so ein bisschen vorbereitet und gesehen, es gibt ein völligen Anfängerspiel, also Stufe 1, nichts ausgerüstet, keine besonderen Stats, keine Klamotten. Klingt riskant. Ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin oder ob man halt einfach nur mehr grinden muss, was vielleicht für euch wieder langweiliger wäre. Muss ich mir mal überlegen. Ich gucke mir dann ja in der nächsten Folge die Charaktereinstellung an. Und da geht es ja auch mehr darum, welchen Typ von Spielfigur nimmt man dann. Magier könnte ja vielleicht auch ein bisschen sehr sich von Dark Souls 3 unterscheiden. Aber ich habe auch gehört, man kann sehr viel an den Stats auch ändern und halt neue Fähigkeiten hinzunehmen. Vielleicht ist es ja auch klug, mal in Richtung Intelligenz und ich kenne die Stats nicht, aber bei Dark Souls 3 war es Glaube und Intelligenz, mehr in die Richtung zu gehen, um dann Schwerter und Sensen oder weiß der Teufel was benutzen zu können, die das mehr mitbenutzen. Schauen wir uns alles an und ich bin da sehr gespannt drauf. Ein bisschen kribbelig bin ich auch, wisst ihr, wenn man was Neues aufbricht, so schon geil. Die Suche nach der Antwort steht also im Mittelpunkt, was ich eingangs erwähnt habe. Ist es nun die paradiesische Öffnung der Souls-Spiele für mehr Spielende, für Einsteigerinnen, für Leute, die mehr Story-Last wollen, für Leute, die sich frei entfalten wollen? Oder ist es eigentlich die Aufgabe, also das Abbrechen der Tradition, die Verwässerung der einzigartigen Spielformen, die die Souls-Spiele so ausmacht? Das werden wir jetzt nicht am Anfang beantworten, sonst werden wir bestimmt durch sehr viele Folgen durchexerzieren und ich bin sehr gespannt, was ich mit euch zusammen erleben werde. Ich hoffe, ihr bleibt auch hier dabei. Bin immer gespannt, mit euch zu diskutieren in den Kommentaren. Also kommentiert schön unten. Schaut auch mal in die Anmerkungen und versucht vielleicht die anderen Let's Plays auszuprobieren. Und ich habe ja auch noch die ganzen anderen Projekte, wie die Specials zu Forschung und Lehre, was ich so gemacht habe, oder die Quickshot-Reihe, 75, 76 Videos zu Geschichte in digitalen Spielen, mit sehr unterschiedlichen Spielen, die ich da verwurstet habe. Ich freue mich sehr. Bleibt schön neugierig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dahin.